Okay, es geht weiter. Marc? Was gibt's, Silvia? Nun ja, die Sache ist die, ich dachte mir, willst du vielleicht mit mir zusammensuchen? Bitchfight, hey Marc, schau dir die Achterbahn da hinten an. Komm, lass uns zusammen da mitfahren. Oh Nelly, du bist auch hier. Wolltest du Marc etwas auffragen, ob er mit dir zusammen auch durch den Park geht? Was? Nein, ich doch nicht. Mit Marc durch den Park? Der Gedanke allein ist absurd. Bitchfight! Marc, begleitest du eine rasende Reporter? Das wird ein Abenteuer. Die unheimlichen Fälle der Celia Hills. Folge 1. Das geheimnisvolle Alien-Hauptquartier. Oh, sieht so aus, als hätten wir alle das gleiche Idee gehabt. Das liegt wohl an deinem anziehenden Charakter, Marc. Oder an deinem großen Schwanz. Celia. Was? Wie meinst du das denn? Naja, wenn du dich mit jemandem zusammentust, dann geht die Suche schneller, nicht wahr? Genau, außerdem wäre das viel spaßiger. Also los, Marc, wer soll denn die Glückliche sein? Du hast die Wahl. Also, sobald du dich für einen von uns entschieden hast, sprich diejenige einfach an. Kriege ich besondere Bonis, wenn ich das jetzt mache? Ich will jetzt das nicht mit Alendo zu reden hört sich für mich doch sehr da. Okay. Ich schau mal nach, ich will keinen Boni verpassen. Okay, ich habe gar keinen Plan, ich habe nichts gefunden. Ich werde jetzt einfach mal das Story-mäßig hergehen und so geh einfach mit Nelly. Die wird ja sowieso meine zukünftige Bitch. Also erweist du mir die Ehre und fragst mich dazu, dich zu begleiten? Ja. Wirklich toll. Los jetzt, wollte ich sagen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Untersuche mit Nelly das Naniwa-Land. Ich hoffe, die einen und die anderen sind jetzt nicht so toll. Hallo und herzlich willkommen in Naniwa-Land. Wir hoffen, dass euch einen Fall der Aktion ja geht. Hey, jetzt wo wir in einem Vergnügungspark sind, sollten wir uns auch ein bisschen vergnügen. Endlich spreche ich das mal an aus. Warte mal einen Moment. Ist ja nicht eine Geldbörse? Nun sei nicht so, Rolls. Wie sagt man so schön? Möchte mal einen macht nicht glücklich. Was soll ich zuerst kaufen? Hey. Hey, was stimmt denn mit dir nicht, Scotty? Gib mir mein Geld zurück. Ah, guter Scotty. Verarscht den kleinen Dicken. So ist das fein. Da vorne gibt es ein Riesenrad. Da hängen die ganzen coolen Kinder herum. What the fuck ist dies? Dieses Gebiet ist echt groß. Ich bin von weit her gekommen, um mich hier in den Niederlanden zu amüsieren. Und jetzt kann ich mich von lauter Leuten kaum bewegen. Das ist lauter Leuten, übertreib mal. Verstehe, gut, alles klar, wird gemacht. Worum ging es denn gerade? Das war der Schülerrat des Raimund. Es ist etwas vorgefahren, aber alles ist in Ordnung. Ich habe das Problem gelöst. Was? Du hast die ganze Zeit noch weiter für den Schülerrat gearbeitet? Selbstverständlich. Ich kann doch meine Pflichten nicht einfach vernachlässigen, wenn die Schule gerade so viele Probleme hat. Ich bin die Vorsitzende des Schülerrats, also liegt es auch an mir, mich um solche Dinge zu kümmern. Pass nur auf, dass du dich nicht total überarbeitest, Nelly. Danke, mach dir keine Sorgen um mich. Konzentriere dich besser genau darauf, Ehrlich zu finden und zu besiegen. Ypsilon ist als Gegner viel gefährlicher als Jimmy Storm. Nathan hat schon recht. Wenn sie sich nicht zurückgezogen hätten, würden wir in echten Schwierigkeiten stecken. Ihr müsst alles geben, um sie zu besiegen. Das Schicksal der Welt liegt in euren Händen. Weißt du, der Gedanke hat sich bei mir immer noch nicht ganz gesetzt. Der Gedanke, dass wir die Welt retten sollen, fühlt sich irgendwie komisch an. Komisch? Komm schon, Marc. Was ist daran bitte komisch? Ach, so habe ich das gar nicht gemeint. Ich nehme die ganze Sache schon ernst. Das hoffe ich doch. Naja, genug jetzt, genug Zeit mit drin vergeudet. Los, suchen wir das Hauptquartier von Alias. Ja, okay, Mädchen. Und das Nathan? Okay, Nathan. Hey, Marc, sag mir mal deine ehrliche Meinung. Glaubst du wirklich, dass wir gegen Alias Chance haben? Ich glaube nicht nur, dass wir eine Chance haben. Ich weiß, es kommt schon, Nathan. Kopf hoch. Es ist halt nur, ich glaube nicht daran, dass wir gewinnen können. Nicht in unserem Moment und Stufe und Zustand. Ich hätte einfach gerne mehr Selbstvertrauen, genug Selbstvertrauen, um es mit Ellie aufzunehmen. Ach, Nathan, das wird schon. Wir müssen einfach hart genug trainieren und dürfen niemals auch verzweifeln. Wenn wir die Ärmel hochkrempeln, unser Bestes geben, dann ist der Sieg unser. Da bin ich mir ganz sicher. Sieg? Es ist schon eine Weile her, dass ich dieses Wort überhaupt gehört habe. Weißt du, Marc, ich bewundere deine positive Einstellung, deine Überzeugung, deine Siegermentalität.
Aber ich muss ehrlich zu dir sein. Es gibt Zeiten, in denen mir alles über den Kopf wächst. Diese sogenannten Riesentintenfischringe sind gar nicht so riesig. Ich glaube, die wollen uns hier für den Tisch ziehen. Klar doch, das ist immer so mal. Okay. Oktopus haben. Hast du die noch nicht probiert? Die, ja, okay. Gut, irgendwann, dann haben wir, ja, ein Date zu haben. Wenn nicht, doch, sehen, sie sehen das ganz falsch. Ach, junge Liebe, ich habe nämlich noch daran. Ich gehe über den Potzen umsonst. Oh, vielen Dank. Original Oktopus haben? Wie soll ich die jetzt am besten lassen? Ach so, etwa Angst, die Hände schmutzig zu machen? Nur einfach rein, solange sie noch schön heiß sind. Alles klar, dann machen wir los. Das sind echt leckere Tentakel. Du hast einen Tentakel zwischen den Zähnen stecken. Ehrlich? Oh, wie peinlich. Mach dir keine Sorgen, das passiert dem mit dem Dingern. Lass dich. Mir passiert es nicht, wenn ich Tintenfisch esse. Weißt du, irgendwas scheint in letzter Zeit mit Frost nicht zu stimmen. Stimmt, das beunruhigt mich auch ein wenig. Sollen wir mal nach ihm sehen? Das ist eine sehr gute Idee. Ich sprach vorhin davor, dass er zum Riesenrad gehen will. Wenn wir zum Riesenrad gehen wollen, dann müssen wir in Richtung Osten. Lass uns gehen. Was ist mit Alias? Oh, diese Brosche, wie sie glitzert und funkelt. Sie scheint der Hauptmeister an dieser Wurfbude zu sein. Kommt näher, werte Besucher, werft mit einem Wurf alle Dosen um an diesen wertvollen Brosche gehört euch. Deine hübsche Freundin sieht so aus, als ob ihr die Brosche sehr gut stehen würde. Freundin? Er hat mich überzeugt, wie ich folgendes mache. Marc, du musst wirklich nicht. Und ich denke schon, Nelly. Glaub mir, ich bin ein Naturtalent. Pass auf. Wow, welch ein atemberaubender Wurf. Der Hauptpreis gehört euch. Der ist dann wohl für dich, junge Dame. Ah, gar nicht so schlecht, oder? Naja, nach allem, was du auf dich genommen hast, wäre es unhöflich von mir, sich nicht anzunehmen. Vielen Dank, Marc. So, geh nach Osten, um nach Frost zu sehen. Wie schnell unsere Ziele sich wandeln können. Ach, Truhe. Ich habe mich schon irgendwie gedacht, dass da irgendwas versteckt sein kann. Und du? Ach so, ich kann nicht. Okay, ich kann da nicht durch. Okay. Ah, das ist ja Sylvia. Oh, Hallihallo, Mark. Wie geht es deiner Suche nach dem Alice-Versteck voran? Schon irgendwelche Hinweise gefunden? Leider nicht, aber es ist definitiv leichter zu zweit zu suchen. Es fällt einem Ding auf, die man alleine nicht gesehen hätte. Und es macht einfach viel mehr Spaß. Es wäre kein Vergnügungsbad, wenn man keine Vergnügung hätte. Das erkennt man schon an den Namen. Wie auch immer, ich stehe hier noch ein wenig herum. Nur, wenn du etwas siehst, dann sag Bescheid. Da war eine Truhe, die ich will. Aber wie komme ich an eine Truhe ran? Das ist die bessere Frage. Typ. Gruselige Geräusche. Ob Alice wohl darin versteckt? Ah, ich muss von der anderen Seite. Dass die Geistbahn sich schon seit Jahren geschlossen, das ist doch irgendwie seltsam. Okay, ich verstehe die Leute einfach nicht, die eine Achterbahn nur rumschreien, als hätten sie Angst. Naja, das müssen solche Leute sein, die sich immer heimlich über alles beklagen. Stimmt, ich habe mir noch nie über eine Achterbahn geschrien. Sollte ich auch. Ach, wir haben jederzeit mit mir dieses Parks durchsucht und sind dem Ziel kein Stückchen näher gekommen. Niemand hat gesagt, dass es leicht werden würde. Wenn man es so einfach finden würde, dann wäre es schließlich kein Versteck. Da hast du den Nagel auf den Kopf gehauen. Hey, was hältst du denn davon? Wie wäre es, wenn wir einfach den ganzen Park in die Luft jagen? Kaboom! Celia, was ist denn in dich gefallen? Hast du den Verstand verloren? Du musst doch nicht gleich alles ernst nehmen. Was ich sage, ich habe nur doch noch Spaß gemacht. Solche Scherze rauben mir wirklich den letzten Nerv. Hihi, das fasse ich als Kompliment auf. Und du? Meine Güte, schau dir das mal an. Wenn die Achterbahn weiter so schnell fährt, dann entgleist sie noch.
eine Destination. Ich würde so gerne aufspringen und den Nervenkitzel spielen. Leider haben wir ein Wichtigeres zu tun. Vielleicht kannst du ja irgendwann mit Herrn Smith zurückkommen. Die Achterbahn läuft schließlich nicht weg. Smith? Das muss ein Scherz sein. Er hatte viel zu viel Angst. Er sieht zwar knallhart aus, aber in Wirklichkeit ist er ein ziemlicher Angsthase. Wie wäre es, wenn wir Achterbahn fahren? Sollten wir, sobald wir Alice gezeigt haben, waren oder Hammerhead? Hat er verstanden? Ja, klar, warum nicht? So. Kann ich da rein? Nein. Das ist Frost, oder? Ja, das ist Frost. Aber ich gehe nicht hier zu Frost. Ich gehe erstmal. Ich will zu der fucking Truhe da hinten. Hyperriegel. Ich glaube, er macht mir einen Antrag auf den Riesenrad. Ich bin so nervös. Oh. Ja, er macht einen Antrag. Und hier ist nichts. Du? Och, Menno, ich bin so enttäuscht. Ich wollte mit der Achterbahn fahren, aber ich bin zu klein. Okay. Naja, jetzt müssen wir mit Frost reden. Sehr viel Gelaber bisher. Bisschen quatschen. Mark, da ist er. Da ist er da drüben. Kevin, gerade als wir zu perfekten Sturmpartnern wurden, musste das passieren. Du warst der, der meine Augen öffnete, der mir zeigte, was es bedeutet, ein Teil der Raimund-Familie zu sein. Nur mit dir hatte ich das Gefühl, dass es passt. Wir wären ein unschlagbares Duo geworden. Und jetzt bist du weg. Oh. Und ich bin auf mich allein gestellt. Du bist nicht allein. Ich bin auch noch da. Seine zweite Persönlichkeit. Ich. Frost, wie geht die Suche nach den Alien-Hauptquartier voran? Irgendwelche Hinweise gefunden? Es tut mir leid, ich habe noch nichts gefunden. Das war ein bisschen seltsam. Frost war überhaupt nicht er selbst. Wirklich? Während der Fußballspieler hat dauert sich manchmal so verhalten. Ja, aber. Was war denn gerade? Oh, was ist denn das für ein spektakulärer Riesenrad? Da waren wir doch schon davor. Die Aussicht von ganz oben muss atemberaubend sein. Dort oben ist die Aussicht bestimmt ähnlich so wie vom Inosumatron. Mark, hör zu, ich habe mir nur gefragt, ob es würde die Suche nach dem Hauptquartier sicherlich erleichtern, wenn wir einen Ort finden, von dem man alles überblicken kann. Das stimmt, wir sollten irgendwo hingehen, wo man einen guten Ausblick hat. Also los, wenn du darauf bestehst, eine Fahrt mit dir auf diesen Ding würde sicherlich wehtun. Hör zu, ich sage es dir noch einmal, du hast den falschen Kerl erwischt. Hey, das hat sie ganz nach Ironside gehört. Der Kerl kam von dem Eingang da drüben. Irgendwas ist da los, das sollten wir uns anschauen. Oh, ich verstehe. Ja, ich komme. Du hast sie enttäuscht. Ironside braucht Hilfe, geh zum Eingang. Er wird von einer Frau belästigt. Oho. Oh, uff. Los jetzt, kleiner Mann. Entschuldige dich bei meiner Freundin. Ich habe ihr doch nichts getan. Welcher Teil dieses Satzes hast du nicht verstanden? Was ist los, Ironside? Hey, was habt ihr hier verloren? Seid ihr Freunde von ihm? Dieser nichtsnutzige, schokoladenklauende, gemeine, sich nicht entschuldigende Langfinger hat diese Schokolade gemobst? Er hat ihre Schokolade geklaut? Das war keine gewöhnliche Schokolade. Och nein, das war ein cremiges Kunstwerk in limitierter Auflage und er hat sie geklaut. Die arme Daisy hat die ganze Nacht von dem Geschäft gezettelt, um ein paar Tafeln abzugreifen. Und jetzt schaut ihr doch das arme Mädchen an. Möglicherweise wird sie nie wieder davon einholen. Willst du mich verarschen, nur wegen Schokolade? Es war so, ich lief ganz unschuldig durch die Innenstadt, als er mich absichtlich anrempelte und meine Schoki mobste. Dieses Monster. So einen Unsinn habe ich noch nie gehört. Sie war es, die mich anrempelte, dieses fette Monster. Was, du Lügner? Du elender, niederträchtiger, abscheuliche kleine Lügenbaron. Ganz ruhig, Daisy. Verwende deine Tränen nicht seinetwegen. Wir Mädels werden diesen Kastanienkopf schon klein kriegen. Haha, er hat wirklich Ähnlichkeit mit deiner Kastanie.
eine leckere kleine Esskastanie. Hallo, Kastanienkopf, hahaha. Schwanz gegen Gesicht. Kastanienkopf, lecker? Ja, jetzt dreht er wohl völlig durch. Bäh. Also, was ist denn hier los? Bist du der Typ, der meine Freundin zum Wein gebracht hat? Dir werde ich zeigen! Jetzt reicht's aber! Sie haben Verstärkung dabei!